Okay, Leute, dann machen wir einen kleinen Aufnahmetest und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was hier die Tage im Clankrieg passiert ist, das geht gar nicht. Denn es gibt ja manche Angriffsstrategien, die kannst du einfach nicht spielen und dann, man spielt sie dann auch nicht nur, weil es sie gibt. Muss man ganz klar so sagen. Und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt eine Folge davon mache oder ob ich es lieber sein lasse. Aber ja, ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, ich habe jetzt auch mal aus der Wochenendzentrale, so will ich sie mal nennen, ein Video gemacht, weil ich habe eigentlich alles jetzt hier recht, ja, noch nicht ganz so doll eingerichtet, aber das ist erstmal nur ein Tonspurentest. Aber okay, wir gehen mal rein ins Geschehen und ihr seht hier schon die Wahnsinnsarmee. Also ich konnte selber nicht glauben, als ich es gesehen habe, aber Leute, macht das nicht. Macht das nicht. Ich meine, es gibt den Zauber, ja, und wenn man ihn dann einigermaßen wenigstens auf ein Level hat, wo er zu gebrauchen ist, dann kann man den sicherlich auch gebrauchen, aber leider nicht so. Also die Videofolge müsst ihr abhaken, mal wieder unter so einem Motto, so nicht. Aber okay, wir lassen den Angriff mal laufen. Also ich muss dazu sagen, dass wir im Moment so einen kleinen Rusher 15er hier bei uns im Clan Free-to-Play haben, den wir so ein bisschen peppeln wollen. Also er ist uns jetzt nicht feindlich gesonnen oder so oder ist irgendwie bösartig oder ungehalten oder was auch immer, aber wir wollen ihm trotzdem so ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn er soll ja, ich sag mal so, er soll ja auch mal groß und stark werden, was die Helden angeht, was die Zauber angeht, was die Truppen angeht und ihr seht es ja selber, er hat Elektrodrachen immerhin schon maxed, hat die Kobolde max, also dadurch ist er sowieso meine Freundesliste relativ hoch reingerenkt und aber die Angriffsstrategien sind hier eher recht als schlecht. Ich weiß, dass er jetzt mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ob er woanders angreift, aber gerade mit Elektrogachen kannst du echt viel machen. Ich sag mal mit einer Blimp oder mit ein paar Ballons vorweg, also 50-50, ne? 50 Ballons, 50 DE-Drachen und dann gib ihm mit Ballon oder was auch immer. Aber ihr seht selber, das waren jetzt gerade 11 ziemlich hart verschwendete Zauber. Das kannst du ja nicht anders sagen. Die Zauber, das waren einfach 11 Stück und die Bauzeit war hinüber. Also Bauzeit, er hatte ja Bauzeit, ne? So ein Zauber braucht ja auch mal ein paar Minuten, aber die hätte sich auch sparen können, weil die hat er da unten jetzt verbraten. Die haben null bekommen, die Skelette, null. Nicht ein einziges Gebäude und zudem wird auch noch repariert. Das kommt auch noch dazu. Ne? Hier steht auch anders auf Boden. Ich meine, auch wenn die auf Luft stehen würde oder auf Luftboden, hätte das nicht funktioniert. Okay, wie will man sowas jetzt eigentlich retten? Mit einer Karre, wo sofort der Tesla drauf geht. Ich meine, er hat jetzt keinen Fries mehr oder sowas. Ne? Dann geht die Karre auch sofort kaputt. Und da waren jetzt so ein paar unglückliche Hocks drin, die vielleicht ein bisschen was machen. Aber da kommt ja auch noch Clanburg. Ja, da kommt auch noch ein bisschen Clanburg. Und da hast du dann auch keinen wirklichen Zauber mehr für. Und so bekommt er hier mal gerade so recht als schlecht einen Stern. Und das nicht mal doch durchs Rathaus, glaube ich. Ne? Weiß ich gar nicht. War das noch durchs Rathaus? Das war gerade so durchs Rathaus. Okay, das war gerade so durchs Rathaus. Aber die restlichen Prozente fehlen halt. Ne? Die Feger und auch die Scattershots hier, die relativ zentral stehen, schießen natürlich immer schön auf außen und außen laufen im Moment oder fliegen im Moment die Drachen. Also grenzwertig. Aber wie gesagt, wir wollen ihn so ein bisschen aufpäppeln und wollen mal sehen, was wir daraus machen können. Und hatten ihn eigentlich nach dem Angriff angesprochen, so nach dem Motto, naja, mit den Skeletten ist vielleicht suboptimal, mach mal was anderes. Und dann hat er auch was anderes gemacht. Okay, und ihr seht es hier schon in der Zauberarmee, ja, schwierig. Die gleiche Armee wieder genommen, vor allen Dingen was die Zauber angeht, ein Fries, ein Wutzauber und wieder die Skelettzauber. Ich meine, man selber sieht die Skelettzauber natürlich ein bisschen anders spielen. Ich nehme das Ding da jetzt mal weg, glaube ich. Ah, das ist mein Cam-Teil vom Wochenende. Und, aber so ist das ja. Ich meine, man hat dann gesagt, mach mal dies, mach mal jenes und mach's mal nicht so. Ja, jetzt nimmt er die Skelettzauber nicht zu Anfang, sondern kommt hier schön gegen den Feger. Ich meine, dann weißt du eigentlich auch schon, dass die Drachen da niemals ankommen. Die werden alle nach außen gepustet, wenn sie nicht sowieso jetzt schon nach außen gehen. Und also null Funnel. Und hier in der Mitte kommen jetzt wieder die Hawks raus. Okay, die schaffen jetzt immerhin den Adler, aber Leute, da kommen Super Minions hier raus. Ne? Wer macht die weg?
Nur der Gift reicht da nicht. Der Gift reicht da leider nicht. Da muss ein Gift frosten und auch kein Wut hier irgendwo dahinter. Ich meine, der Wille war ja da, wenigstens hier 3 Sterne zu holen und nicht nur 2 Sterne zu holen. Aber heieiei, der Klankrieg war sowieso sehr, sehr eng am Ende. Denn der Gegner hat nochmal richtig, richtig nett aufgeholt hier. Und ich hatte eigentlich schon Sorge, dass wir den nicht gewinnen. Wir haben ihn gewonnen. Ich habe dann am Ende auch wirklich mit Donnerbengel war ich, glaube ich, mit dabei und mit Avatar hier relativ viel gegeben. Von unten nach oben, schief barfuß, glaube ich, auch. Und habe hier nochmal ein paar nette Sterne rausgeholt. Aber trotzdem sind es natürlich verschenkte Angriffe, gerade wenn oben auf 2 Bases von einer Person nur ein Stern gemacht wird. Dann musst du auf jeden Fall dort noch einen zweiten Angriff setzen. Und das ist natürlich ein bisschen Angriffsverschwendung, so will ich mal sagen. Das kann man irgendwie besser kompensieren, indem man da vielleicht schon 2 Sterne, aber in diesem Bereich hier hätten 2 Sterne sowieso nicht gereicht, Leute. Da muss auf jeden Fall was anderes kommen und dann ich gehe mal rein. Hier, wie wir es eigentlich noch geschafft haben. Okay, der war auch von mir mehr recht als schlecht hier. Okay, 80% vom AFA. Der war aber wirklich mehr recht als schlecht. Auf den 15er hier, aber ich hatte hier vorher schon mit dem 12er angegriffen. Und der 12er ist schon ganz knapp an 50%, glaube ich, gescheitert gewesen. Mit einer Blimp hier, mit einer ganz, ganz kurzen Blimp hier über die Ecke hier, beziehungsweise so über, na, was ist das, 6, 7, halb Uhr oder so, oder halb 8. Okay, die Blimp, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu weit fliegt ins Rathaus rein, sonst habt ihr die Truppen voll im Rathaus drin und wenn ihr dann Invis schmeißt, kriegt ihr das Rathaus nie. Beziehungsweise hier war ja auch noch der Invis-Zauber aktiv vom Rathaus selber, aber gerade noch so bekommen mit den letzten Bogenschützen hier. Ein paar gehen noch nach außen, okay, die machen mir da noch den Entferner weg, wunderbar. Aber danach war das, glaube ich, ziemlich krampfig. Und ich muss mal gucken, ich habe hier auch an der gleichen Seite mit den Helden auch angefangen, dass die hier so ein bisschen rumgehen. Habe hier jetzt allerdings, wo die Luftabwehr jetzt weg war, schon mal einen Drachen gesetzt für den Elektro-Golem hier. Eisgolem. Und die Hexe nehmen sich die Barbaren vor hier, wunderbar. Zack, zack, zack. King rennt jetzt hier in der Mitte. Sehr schön. Also nicht so richtig in der Mitte und die Queen läuft mir eigentlich verkehrt rum. Ja, ich habe sie dann laufen lassen und bin dann hier oben mit den restlichen Truppen gekommen, oben noch mit dem Drachen gefunnelt und dann drückst du die Truppen hier halt rein. Ich hatte jetzt auch keinen Feger mehr gegen mir, die waren alle irgendwie weg. Aber dennoch, ja, auch da, ich bin ja im Moment mit dem Rathaus 14 hier ein echter Killer und eigentlich drehe ich solche Bases hier im Handumdrehen. Ist mir nur diesmal nicht gelungen. weil hier unten natürlich noch der Monolith steht und auch der Adlerballer die ganze Zeit. Ich hätte dann vielleicht auch die Queen hier unten laufen lassen und wäre von hier reingekommen über den Adler und über den Monolithen, dann wären die etwas eher weg gewesen. Aber hätte Fahrradschlauch, ihr kennt das selber. Was nicht war, das ist nicht. Und aber so waren es dann wenigstens noch ganz gute 80%. Und am Ende haben wir ja auch gewonnen mit 1 Stern oder 2 Sternen Abstand. Aber man kann solche Bases auch als Rathaus 12 ganz gut schaffen. Du musst irgendwas spielen, wo das Rathaus mitkriegst. Entweder eine Safe Blimp oder du spielst halt eine Blimp so wie der Donnerbengel hier auf den 14er. Ich habe halt die Nummer 3 noch mit dem Avatar gemacht, easy peasy, aber hier nehmen wir noch mal den Donnerbengel mal mit rein. Wie man es eigentlich auf 14 dann machen kann, also von 12 auf 14 ist das jetzt mit einem Lalo, auch da, okay, das muss man üben und ich habe es jetzt auch wirklich lange genug geübt, so ein Lalo, dass ich wenigstens mit der Blimp irgendwas am Rathaus schaffe und den Lalo da reindrücke. Manchmal gelingt es mir aber da auch nicht, ja, das gelingt mir auch nicht immer. Ich glaube, hier habe ich auch die Blimp verballert, müsst ihr jetzt mal gucken, obwohl es gestern Abend war, weiß ich schon nicht mehr. Ich bin dann von der Seite gekommen, weil ich gedacht habe, okay, der Feger dreht sich nicht. Doch, der Feger dreht sich. Immer diese 360 Grad Feger und die habe ich jetzt eigentlich habe ich die Blimp verballert, ja. Ich habe die Blimp eigentlich verballert. Klar kriegen meine Bogenschützen jetzt so ein bisschen so ein paar Gebäude raus, würde ich mal sagen. Aber ich wollte natürlich eigentlich das Rathaus haben. Und vielleicht ist das auch ein Angriff so unter dem Motto, so geht's nicht.
Kriege jetzt aber noch einen Helden dort, bekomme auch noch den X-Bogen, den Magierturm, zwei Fallen ausgelöst und muss allerdings jetzt auch dann jetzt gleich mit meinem Lalopat in die Base rein. Und das mache ich eigentlich nicht ganz so gerne. Am hübschesten ist es mir natürlich dann gerade mit dem 12er oder mit dem 13er, wenn ich hier schon Heat up muss, dass ich hier an der Stelle dass das Rad doch schon mal weg habe und eigentlich nur noch Prozente scheffeln muss. Ja, das wär mir am liebsten. Und aber hier unten easy peasy hier die beiden Minions noch mitgenommen. Jetzt läuft mir die Queen allerdings auch wieder Richtung Rathaus und nicht hier oben weiter lang. Was jetzt nicht so schlimm war, jetzt muss ich halt all in hier, ne, mit dem 12er, also wirklich alles geben. Aber es hat ja funktioniert und deswegen kann ich es auch nicht ganz so abstempeln unter so macht man es nicht. So kann man es machen. Die Wordenzündung war ein kleines bisschen zu früh, weil hier die Nado war, klar. Es hat mich auch ein bisschen geärgert. Das gehen jetzt doch ein paar mehr Loons drauf, als ich eigentlich berechnet habe oder gerechnet habe und muss jetzt auch so ein bisschen an den Prozenten knüpseln. Aber ich habe hier hinten noch so den einen oder anderen Minion setzen können, ich glaube hier hinten, weil der Adler ballert jetzt natürlich die ganze Zeit. Und habe aber dann, wie gesagt, ich habe es mit bis in die Prozente reingeschafft und naja. Oh, entschuldigt bitte. Und dementsprechend habe ich hier auch nicht mehr verbessern können, weil ich oben auch nur noch mit dem Avatar 1 Angriff hatte und den habe ich auf die 3 gesetzt für den letzten Stern. Ja, aber die ersten beiden, ich bin da nicht, also ich bin schon ein bisschen komisch gewesen, so als ich die Angriffe gesehen hatte und habe gedacht, oh, so kannst du es echt nicht machen. Das muss irgendwie anders gehen. Aber er hat halt nur die E-Drachen. Aber trotzdem kannst du mit den E-Drachen so ein bisschen mehr reißen. 28, 25 zu uns. Ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt schon wieder im neuen Clankrieg und dann geht's auf jeden Fall munter in die Woche weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch jetzt auf einem Montag mal wieder ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und Kanal dranbleiben. Auch am Kanal twitch.tv/totoclasht. In den Livestreams kommt ruhig rein. Das ist mein Logo. Ihr findet mich natürlich nicht unter dem Logo, sondern unter dem Namen totoclasht auch auf Twitch TV. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Ich gucke immer dahin, weil ich es eigentlich gewohnt bin, dass da oben meine Kamera ist, aber sie ist ja da. Clashed.